Hallo, liebe Leute, hier ist euer Corporal No Face. An meiner Seite kämpfen wie immer der Flo. Juhu! Ja, und heute Company of Heroes, ein schön etwas älteres Spiel, neulich im Steam Sale. Sehr gutes Spiel, kann ich empfehlen. Wir spielen die Wehrmacht. Man muss ja eben nationalsozialistisch sein. Haha. Wir spielen gegen die Amis, Computer normal. Und es geht dann auch los. Und ich hab's versaut am Anfang. Naja. Geht es weiter mit der Wehrmacht-Baracke? Geht es gleich zum Pionieren über? Und hier ist nicht überall was los, Leute. Da, da, da. Wir haben drei Brücken: Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Nummer 3 und 1 lassen sich sehr prima zerstören im Verlauf des Spiels. Nummer 2 leider nicht. Was ich dir empfehlen kann, ist, wenn du ja? die kleine Pack baust, die du im Hauptquartier herstellen kannst. Die bringt eigentlich recht viel gegen die nervigen Jeeps am Anfang. Okay, werde ich ausprobieren. Später im Endgame kannst du das vergessen. Kommst du mit der nirgendwo durch. Werde ich mir merken, werde sie bauen. Ja. Pioniertrupp 2, bitte los, an die Front. Das ist jetzt schon der dritte Versuch dieser Aufnahme. Ja, ich bin ehrlich, irgendwie klappt bei mir die Internetverbindung nicht. Ja. Ja. Deswegen Flo vielleicht auch ein bisschen genervt, wenn ihr es raushört. Ach ja. Ja, so ist er halt. Ein ganz, ganz schmieriger Fink. Okay, schweres MG wird gebaut und wir hauen gleich die weg. Ich gehe jetzt in die, wie heißt das, Kriegsphase? Gefechtsphase. Munitionslager wurde gesichert und wir bauen dann die erste MG-Stellung auf. Und kurz darauf folgt die zweite. Und ihr werdet dahin sprinten. Ihr werdet gleich erschöpft sein, wenn es abgelaufen ist, aber ihr könnt ja schnell da sein. Ihr MG-Fuzis. Ihr werdet mal schön dem Flo helfen, in der Mitte die Gebäude zu verteidigen. Das wird den Flo freuen. Oder? Was? MG, ich werde meine MGs in die Mitte stellen mit. Ja. Du brauchst schon eine Pack, die ist unterwegs. In der Mitte. Okay, gut. So, Stacheldrahtzaun wird endlich mal ordentlich gebaut und nicht immer nach der Hälfte abgebrochen schon. Und man kann nicht mehr rüber. Ja, jetzt rennen sie alle in die Mitte. Das wird dann ein bisschen prickeln gleich. Wissen ist gut. Wir gehen auf die Verteidigungsdioktrin mit Bunkerausbau. Yay. Und dann werden wir auch nochmal einen Bunker hinsetzen. MG-Stellung wird verlagert. Gut. Die schöne Pack kommt dann, wie Flo eben vorgestellt hat, mit an die kleine Brücke ran. Ihr Pioniere werdet jetzt eine Kriegsbaracke bauen. Oh, wenn die Arbeitskräfte mal endlich ausreichen würden. Die lasse ich mal nach da ausrichten. Bauen sie MG wenigstens schon auf. Und wann habe ich meine 300 Arbeitskräfte voll? So, ihr Pioniere. Da werdet ihr mal. Du Trüppchen wirst da mal einerobern. Du da. Ihr Pionierchen. Wartet immer noch. Bis wir endlich die Kriegsbaracke bauen können. Und jetzt kann sie gebaut werden. Da macht man. Nur so eine kurze Zwischenfrage, Flo. Habe ich meine linke Stellung gut ausgebaut?
Das sollte vielleicht erstmal reichen und die Pack solltest du vielleicht auch noch mal in die richtige Richtung drehen. Ja. So, ist gedreht. Feuer, endlich. Der Kampf beginnt. So, erste Sache eingenommen. Nehmen wir mehr Flankenpunkte ein. Wenn euer Pionier drum fertig ist, ja, können wir nicht planen. Ich mag deinen Mörsertrupp. Er haut voll rein. Soll ja auch so sein. So, wir warten, gehen jetzt runter bis zu 8-8, wenn ich schon erwähnt habe, ich weiß es nicht mehr. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. So, haben wir bis da erobert. Yay. So, als nächstes werden wir mal auf Angriffsphase. Hast du schon eine Pack in der Mitte? Ja. Kommt die bis da vorne? Was soll die da eigentlich hinkriegen? Den Ja, reißt du super. schön. Erster Auto ist mal weg. Ist auch weg. Die reißt schön was weg, muss ich zugeben. So, Panzerfabrik kann gleich gebaut werden. Aber wir brauchen noch mal ein paar Panzergrenadiere. Ah, okay. Mir fehlen noch 100 Ressourcen. Dann erobert erstmal diesen Flakpunkt. Wechseln in die Angriffsphase fertiggestellt. Panzerfabrik kann gebaut werden. Ah, okay. Wir müssen noch warten. Auf die Arbeitskräfte. So, wir bauen gleich Sprengladung und machen wir die linke Brücke mal dem Erdboden gleich. Das ist am besten für das umliegende Gebiet. Haben Sie vor, eigentlich in der Mitte auch nochmal eine MG-Stellung zu bauen, oder ist sie... Wieder Schneine. Da, okay. Habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Ich habe es nicht erwähnt. So, da sind die. Was fehlt denn da? Na, okay. Wir brauchen mal mehr Munition. Oder? Nee, Arbeitskraft brauchen wir. Wie kann man mehr Arbeitskraft bekommen? Hä? Wie man mehr Arbeitskraft kriegt, Ja. mehr Truppen opfern. Nee, danke. Swimming in your sea caught my eye. I don't wanna chase you all night.